So, meine Freunde, herzlich willkommen zum Newsflash Nummer 131 im neuen Gewand. Und ich hoffe, dass euch das Intro auf jeden Fall gefallen hat. Das finde ich persönlich ziemlich geil, auch wenn Eigenlob stinkt, aber ich finde, das neue Intro sieht verdammt geil aus. Besonders mit diesen fetten Beats aus JBG3 Sturmmaske auf, kann ich nur jedem Rap-Fan empfehlen, dieses Lied. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Newsflash Nummer 131. Am Ende wartet noch eine kleine Neuerung, die es jetzt jede Woche geben wird. Aber das werdet ihr sehen und ich sage jetzt viel Spaß beim Flash. Die Tore zur Hölle sollen sich am 30. März 2018 öffnen. Dann nämlich soll das Horrorspiel Agony für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Den Termin hat Entwickler MadMind Studio nach Angaben von Dark Side of Gaming über Twitter bekannt gegeben. Als Spieler übernimmt man die Rolle einer gepeinigten Seele ohne Erinnerung an die eigene Vergangenheit. Dabei erlebt man den Trip aus der Ego-Perspektive und kann sowohl die Kontrolle über andere Menschen als auch Dämonen übernehmen. Als technisches Gerüst setzt das Team auf die Unreal Engine 4. Brave New World, die zweite Episode von Life is Strange Before the Storm, wird ab dem 19. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Insgesamt 3 Episoden sind geplant. Der zugehörige neue Trailer zeigt nicht nur neue Umgebungen und Charaktere, sondern auch liebgewonnene Charaktere der Serie. Während die Familienidylle von Chloe und Rachel weiter zerbröckelt, blüht ihre Freundschaft auf. Die beiden sprechen darüber, gemeinsam abzuhauen und alles hinter sich zu lassen. Doch bevor sie sich auf den Weg machen, will Chloe noch etwas für Frank Bowers erledigen. Dadurch bringt sie sich in Gefahr und entdeckt die hässliche Seite ihrer Heimatstadt Arcadia Bay. Die Entwicklung von Fear Effect Setna ist so gut wie abgeschlossen. In einem Kickstarter-Update heißt es, dass fortan noch Qualitätssicherung, Konsolenumsetzung bei Forever Entertainment sowie letztendlich die Veröffentlichung auf der To-Do-Liste stehen würden. Sie rechnen fest damit, dass das Spiel Anfang 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen wird. Außerdem kündigten sie eine Switch-Version des Echtzeit-Taktikspiels mit Pausenfunktion an, die später zur Verfügung stehen wird. Eine Demo kann bei Steam runtergeladen werden. Am Donnerstag habe ich noch in einem First Facts Bericht über Past Cure gesprochen und jetzt machen die Entwickler genau das, was ich eigentlich schon geahnt hatte, sie verschieben ihr Spiel. Past Cure wird also nicht mehr wie ursprünglich geplant in diesem Jahr erscheinen, sondern verschiebt sich auf den 2. Februar 2018. Dies geht aus einem Beitrag auf dem PlayStation-Blog hervor. Ähnlich wie bei Fahrenheit soll auch der mentale Zustand eine Rolle spielen und der Protagonist wird unter Umständen von audiovisuellen Halluzinationen geplagt. Neben der PlayStation 4 soll der düstere Psychothriller auch für den PC veröffentlicht werden. Das Horizon Zero Dawn Add-on The Frozen Wilds wird in einem Ödland im hohen Norden spielen. Guerilla Games und Sony zeigen in einem neuen Trailer einige der neuen Schauplätze, darunter Banuk-Lager, zugefrorene Seen, vereiste Höhlen und mehr. Die Erweiterung The Frozen Wilds wird am 7. November digital im PlayStation Store und als ESD-Karte, also als Codekarte, im stationären Handel erhältlich sein. Der Preis liegt bei 19,99 €. Zugleich haben die Entwickler bestätigt, dass The Frozen Wilds die einzige Erweiterung für Horizon Zero Dawn sein wird. Vermutlich, weil man bereits am zweiten Teil arbeitet. Square Enix Japan hat ein Remaster von Star Ocean The Last Hope für PC und PlayStation 4 angekündigt. Im Land der aufgehenden Sonne soll der 4K und Full HD Remaster am 28. November für 2800 Yen, also umgerechnet 21 Euro, erscheinen. Wann und ob eine Veröffentlichung in Europa geplant ist, bleibt abzuwarten. Auf PlayStation 4 wird Full HD 1080p versprochen, auf der PlayStation 4 Pro wird 4K erreicht. Das Original lief in 720p auf der PS3 und der Xbox 360. Trophäen- und Sharebutton-Unterstützung sind ebenfalls geplant. Die PC-Version wird unterschiedliche Auflösungen und mehrere Grafikoptionen bieten. Darüber hinaus sind Steam-Achievements, Steuerung via Maus und Tastatur sowie Controller und eine Screenshot-Möglichkeit ohne Interface vorgesehen. Bandai Namco Entertainment Europe hat nun auch bestätigt, dass God Eater 3 ebenfalls in Europa und Nordamerika erscheinen wird. Der Story-Hintergrund wird folgendermaßen beschrieben. Viele Jahre sind seit der letzten Schlacht vergangen und die Erde ist kein Ort mehr, wie ihn die Menschen einst kannten. Die Aragami, fürchterliche Monster, wüten auf der Erde und sorgen für Leid und Zerstörung. Um die Welt zu retten und die Balance wiederherzustellen, wurden neue Helden aufgezogen,
die God Eater. Es sind Menschen, die mit God-Arc-Waffen spezielle Implantate angetrieben durch die Zellen der Aragami gesegnet oder verflucht wurden. Spieler müssen ein Team mit weiteren God-Eatern bilden, um mysteriöse Aragami, welche die Schauplätze dieser Welt vernichten, zur Strecke zu bringen. Der erste Trailer von The Last of Us 2 hat die Spielerherzen höher schlagen lassen. Umso schlimmer ist die Wartezeit, bis der PS4-exklusive Titel erscheint. Nun gibt der Komponist einen ersten Hinweis darauf, dass wir vielleicht noch länger warten müssen, als wir bisher gedacht haben. Denn in einem Radio-Interview verriet Gustavo Santaolalla, dass die Arbeiten an The Last of Us 2 wohl erst 2019 abgeschlossen werden können. Seit etwas mehr als einem Jahr arbeitet er bereits an dem Titel. Ende Oktober, nachdem er sein letztes Live-Konzert für 2017 gegeben hat, wird er wieder nach LA reisen und dort mit den Arbeiten an The Last of Us 2 fortfahren. Einen genauen Release-Termin hat der Komponist aber noch nicht für die Zuhörer parat gehabt. Und nun eine etwas längere News über Assassin's Creed Origins. Ubisoft hat die Post-Launch-Inhalte von Origins angekündigt, also die Zusatzinhalte, die nach dem Verkaufsstart veröffentlicht werden sollen. Hierzu gehören die beiden Download-Erweiterungen, die Season Pass-Inhalte und die kostenfreien Inhalte für alle Käufer des Spiels. Der Season Pass enthält den DLC Die Verborgenen. Diese storybasierte Erweiterung baut auf das Wachstum der Bruderschaft auf. Jahre nach den Ereignissen aus Assassin's Creed Origins treffen sie auf römische Besatzer in einer neuen Region. Diese Erweiterung wird die Levelbegrenzung ausweiten, die sie für den Charakterfortschritt benötigen. Verfügbar ab Januar 2018. Des Weiteren enthält der Season Pass den zweiten DLC, Der Fluch des Pharaos. Spieler werden in dieser storybasierten Erweiterung, die den Fokus auf die ägyptische Mythologie legt, gegen untote Pharaonen antreten und ein neues mystisches Reich erkunden. Während der Reise werden Spieler einigen berühmten ägyptischen Bestien wie beispielsweise den Anubis-Kriegern oder Skorpionen begegnen und die Ursache des Fluchs untersuchen, der die toten Pharaonen wieder in das Reich der Lebenden zurückgeholt hat. Der Fluch der Pharaonen wird die Levelbegrenzung ausweiten und neue Fähigkeiten beinhalten. Ab März 2018 verfügbar. Des Weiteren im Season Pass der römische Centurion und Horus-Pakete. Die zwei exklusiven Zusatzpakete beinhalten neue Outfits, Waffen, Schilde und Reittiere ab November diesen Jahres. Außerdem gibt es ein Paket mit 500 Helix-Credits, und zwar direkt ab der Veröffentlichung des Spiels. Und eine exklusive seltene Waffe, dabei handelt es sich um die Schicksalsklinge, ebenfalls direkt ab der Veröffentlichung des Spiels. Außerdem noch ein paar Infos über die kostenfreie Inhalte. Die Prüfung der Götter. Den Spieler erwarten epische Bosskämpfe gegen ägyptische Götter, die während spezieller zeitlich begrenzter Ereignisse stattfinden. Siegreiche Spieler erhalten prestigeträchtige Belohnungen. Das erste Prüfung der Götter-Ereignis wird 15 Tage nach der Veröffentlichung des Spiels beginnen. Der Nomaden-Bazar. Spieler erhalten von einem fahrenden Händler tägliche Quests, die der Reihenfolge nach absolviert werden müssen und bekommen dafür mysteriöse und exotische Belohnungen. Direkt nach der Veröffentlichung verfügbar. Arena-Herausforderung. Spieler bekämpfen in Gladiatoren-Arenen endlose Wellen an Gegnern und vergleichen ihre Punktzahl mit denen ihrer Freunde und fordern sie asynchron heraus. Das wird ab Frühjahr 2018 verfügbar sein. Entdeckungsmodus. Dieser neue pädagogische Modus verwandelt die Welt von Assassin's Creed Origins in ein lebendiges Museum. Jeder kann damit durch geführte Touren mit Historikern und Ägyptologen mehr über das alte Ägypten erfahren, ohne Kämpfe zu bestreiten. Dies wird auch im Frühjahr 2018 verfügbar sein. Zu guter Letzt hat Ubisoft auch noch einen Fotomodus angekündigt. Assassin's Creed erscheint weltweit am 27. Oktober für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Das war mal eine sehr lange News über Assassin's Creed Origins. Ja, meine Freunde, das war der Newsflash Nummer 131. Ich hoffe ja, dass er zu gefallen weiß. Es hat sich nicht allzu viel geändert, aber ein bisschen neues Design ist es ja mit den neuen Grafiken, mit dem neuen Intro und dem neuen Hintergrund und den neuen Thumbnails und ja, alles ist eigentlich neu. Sogar die Musik im Hintergrund ist neu. Wer aufgepasst hat, dem ist aufgefallen, dass sich auch die Background-Musik geändert hat. Der Newsflash ist zu Ende, ich werde mich auf jeden Fall von euch verabschieden, aber hinten raus wird es jetzt immer so sein, dass ich euch noch mitgeben werde, was in der nächsten Woche an Releases ansteht. Das kann mal mehr sein, das kann mal weniger sein, ich werde auch nicht jeden kleinen Fizzle-Indie-Titel jetzt dabei haben. Ich werde allerdings alle großen Titel und alle Titel, wo ich glaube, dass sie interessant sind, die werde ich mit reinpacken.
Und ja, das läuft dann ein bisschen so aus, der Newsflash. Und ich sage auf jeden Fall vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr wissen wollt, was die nächste Woche erscheint, dann bleibt ihr dran. Wenn nicht, könnt ihr auch ausmachen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr nicht genug bekommen könnt davon. Und ja, Rindjahauen. Bis zum nächsten Mal. There's nothing left to talk about. Do not give me those sad puppy eyes. You are not going to have three classes. I've been given $20,000 to take care of you. Elex, die Quelle ihrer Macht. Einst ein Teil der Gemeinschaft der Kleriker, haben sie heute durch ihren unersättlichen Elex-Konsum gänzlich ihre Menschlichkeit verloren. Kaltherzige, rationale und hochtechnisierte Soldaten. Unerbitterliche Maschinen mit nur einem Ziel. Die nächste Stufe der Evolution zu erklimmen. Dazu ist... I see right through you. Now die!